Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch eine Schachtelkarte basteln für zum Beispiel solche kleinen Gutscheinkärtchen. Finde ich immer ganz schön, wenn die ein bisschen verpackt sind. Ja, habe ich bei der lieben Liebesfuchs gesehen, die hat es aber Boxcard genannt. Bei mir ist es die Schachtelkarte, ist aber dasselbe Prinzip. Ich habe nur die Maße, glaube ich, ein bisschen verändert. Sie hatte am Ende eine Größe von 7x7. Ich habe hier für so eine Gutscheinkarten die Größe am Ende 7x10 cm ist die dann am Ende groß. Das passt da rein. Und zwar ist das so ein kleines Schächtelchen. Das kann man zumachen und wieder auf. Da kommt dann der Gutschein rein. Hier noch einen Stempel reingemacht. Jetzt ist die beste Zeit. Das ist nämlich ein Gutschein fürs Bauhaus, für den Baumarkt. Meinen lieben Schwager zum Geburtstag. Ich habe diese Boxkarte jetzt auch in Anlehnung gebastelt an die Karte, die ich für ihn gemacht habe, damit das zusammenpasst. Die habe ich euch, glaube ich, bei Instagram schon mal gezeigt. Ja, das ist diese Boxkarte. Ich habe sie jetzt mit einem Magneten geschlossen. Man kann das aber auch mit so einer Banderole zum Beispiel machen. Das hatte ich bei der Karte für meine Mutter gemacht. Die habe ich euch auch schon mal bei Instagram gezeigt. Hier habe ich mich jetzt aber für einen Magneten entschieden. Das mache ich bei der nächsten Karte genauso. Und dann legen wir mal los. Ich sage euch erstmal, was man braucht. Wenn man einen Spruch oder sonst was stempeln möchte, braucht man natürlich Stempel. Ich nehme für Schriften oder so Sprüche, nehme ich gern das Versafein, weil das einfach schön satt ist und nicht schmiert. Und ja, so. Dann braucht man natürlich Kleber, doppelseitiges Klebeband, ein Lineal, eine Schere, ein bisschen Washi für den Magneten. Ich brauche meinen Pika fürs Klebeband. Dann braucht man Magneten, kleine, wenn man es so macht wie ich. Und ein Falzbrett oder Lineal und Falzbein. Kann man genauso machen. Und dann natürlich Cardstock oder Motivkarton, Papier, wie auch immer. Ich mache jetzt eine Schachtelkarte für meine Schwiegeromi. Da habe ich auch diese Karte schon gebastelt zum Geburtstag. Und in den Farben möchte ich jetzt auch die Schachtelkarte basteln. Die kriegt nämlich auch einen Gutschein von uns. Nicht für den Baumarkt, aber trotzdem. So. Dann braucht man für das Grundgerüst braucht man einmal Cardstock in der Größe 21 mal, Moment, ich muss nachgucken, 17 cm. Damit es am Ende halt 7 und 10 cm groß wird. Ich habe euch hier mal eine Skizze. So sieht das aus. Dann braucht man für den mittleren Teil, also für diesen inneren Teil, habe ich Cardstock genommen in 6,5 mal 9,5. Und dann möchte ich da drauf nochmal einen etwas kleineren machen in 6 mal 9. Dann habe ich für den Stempel innen auch noch hier was ausgeschnitten. Das kann man dann ja je nachdem machen, wie man das möchte. Dann braucht man für die Außenseiten, also hierfür Cardstock, da nehme ich den unteren in 9,5 mal 3 und das obere Stück dann etwas kleiner in 9 mal 2,5. Und dann kann man natürlich für den Verschluss auch alles Mögliche wählen. Ich habe da jetzt Kreise gewählt, hier auch nochmal in den Farben. Hier sind die Karten, der Cardstock für außen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das kommt erstmal alles zur Seite. Jetzt wird erstmal gefalzt. Und zwar an der langen Seite wird das bei 3,5 und bei 7 gefalzt. Dann drehe ich das Ganze einmal um und mache das nochmal bei 3,5. Und bei 7 cm, das ist ein Zentimeter Falzbrett übrigens. Ich komme mit diesem Inch nicht klar. So, und dann nochmal an der kurzen Seite anlegen.
und da auch bei 3,5 cm falzen und dasselbe auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir diese Falzlinien schon mal fertig. So, ich weiß nicht, ihr seht die Falzlinien wahrscheinlich nicht. Wir brauchen jetzt den Mittelpunkt von der oberen Linie, von den 21 cm. Das messe ich mir einmal aus. Und ich mache mir dann so einen ganz kleinen Bleistiftpunkt hin, damit ich dann weiß, wo der ist. 21 sind 10,5 die Mitte. Nur ganz klein, das kann man ja auch später wegradieren. Dasselbe dann hier unten auch. So, 10,5. Und jetzt müssen wir nochmal falzen, und zwar von diesem Mittelpunkt bis zu dem ersten Kreuz, also bis zu der ersten Falzecke, sage ich mal. Schräg hier rüber falzen. Und dann zu der anderen Seite genauso. So, und dann drehen wir es uns einmal um und machen das hier auch. Also von dem bis zum Mittelpunkt von dem Eck hier. Das mache ich allerdings ohne Falzbrett, weil das kriege ich damit nicht hin. So, jetzt haben wir alles gefalzt erstmal. Jetzt müssen wir an der langen Seite jeweils 7 cm einschneiden. Also die ersten beiden Quadrate schneiden wir hier ein. So, und das machen wir jetzt an allen vier Ecken. Dann schneiden wir noch ein bisschen was ab, und zwar das erste Quadrat jeweils auf den Ecken. So. Also wo wir hier die erste Falzlinie haben bei 3,5 cm, da schneiden wir ab. Das kann weg. So, jetzt falzen wir die Linien nochmal ordentlich alle nach. Und zwar diese nach innen und dann das obere nach außen. Dass das dann hier so eine Ecke gibt. Auf dieser Seite genauso. Diese hier auch nach innen falzen. Auch. So, und jetzt haben wir ja hier noch unsere Dreiecke gefalzt. Dann machen wir das so, wir klappen das rein und klappen die Dreiecke einmal nach außen, also nach unten. So. Auch einmal nochmal nachfahren mit dem Falzbein. So muss das dann aussehen. Genauso machen wir es hier auch. Wir falten das hoch und falten dann die Ecken nach unten. So, das ziehe ich auch noch einmal nach. Das Grundgerüst ist fertig. So, und bevor wir das jetzt zusammenkleben, würde ich empfehlen, wenn man innen noch was reinkleben möchte, dass man das macht. Das ist sonst nämlich zu frickelig. Ich habe das beim ersten Mal falsch gemacht. Das ist dann ganz schöne Fummelarbeit. Und ich habe hier beschlossen, ich klebe das mit doppelseitigem Klebeband, dann kann es nämlich nicht mehr verrutschen. Das geht, glaube ich, etwas schneller. Da nehme ich, wie gehabt, das von Kreativ Bunt, das Klebeband. Das ist meiner Meinung nach das Allerbeste. So, da brauche ich meinen Pieker. Sonst geht das nicht ab mit den Nägeln.
Und das platziere ich jetzt mittig mit ein bisschen Abstand zu den Seiten und nach oben und unten hier in der Karte. Und da drauf wollte ich jetzt gerne noch das hellblaue haben. Und das klebe ich jetzt auf den gelben Untergrund. Genauso wie eben mit ein bisschen Abstand. So. Da ich aber noch einen Spruch in die Karte machen möchte. So, das klebe ich jetzt mit ein bisschen Kleber auf, damit ich da jetzt nicht mit dem Klebeband irgendwas kaputt mache. Jetzt geht's ans Zusammenbauen und da müssen diese Ecken, da muss entweder Kleber drauf, ich nehme aber das Klebeband, das verteile ich jetzt auf allen vier von diesen Ecken, die müssen wir nämlich gleich ankleben. Und zwar klappt man sich dann die eine Seite hoch, die auch, guckt, dass es hier an den Ecken aneinander passt und klebt das hier unten fest. So, oh, jetzt habe ich das verschoben. So, und dasselbe macht man auf allen vier Ecken. So, ich versuche es nochmal so zu zeigen. Diese Seite hochklappen, hier die Ecken anpassen und dran klappen. Ihr seht, schon haben wir eine halbe Box. Und die kann man dann später so zufalten. Das ist schon der Box-Rohling. Jetzt machen wir noch draußen ein bisschen Deko drauf. So, hier auch wieder mit ein ganz bisschen Abstand nach oben und zu den Seiten und möglichst gerade festkleben. Dann möchte ich ja, man kann natürlich auch nur mit einem Papier arbeiten, also nicht so wie ich jetzt hier mit zwei. Man kann natürlich hier auch nur ein Papier hinmachen oder ein Motivkarton, wie man möchte, aber ich wollte eben, dass es zu der Karte passt. Deswegen mache ich das auch wieder so mit Weiß und drei Farben. Bei dem Blau wird es genauso angepasst. Die andere Seite wird auch so gemacht.
Ja, ihr seht, bei mir ist es jetzt ein bisschen schief geworden. Ist aber handgemacht, finde ich jetzt nicht so schlimm. So, dann haben wir jetzt das schon fertig. Und dann würde ich gerne noch den Verschluss aufbringen. Den werde ich aus 3 Punkten machen. Da nehme ich jetzt auch das doppelseitige Klebeband. Und dann möchte ich den hier mittig aufbringen. Also nehme ich da nur die Hälfte und bestücke die mit Klebeband. Auf der anderen Hälfte soll er ja nicht kleben. Da kommt ja der Magnet dann hin zum Verschließen. Wenn ich da zuklebe, dann kommt man an den Gutschein nicht mehr dran. So. So. Jetzt fehlt nur noch der Magnet. Das mache ich, habe ich euch ja schon mal gezeigt, mit Washi-Tape. So, und zwar mache ich da über den kleinen Magneten ein bisschen Washi. Dann tue ich den großen Magneten drüber, gucke, dass es auch passt. So, und dann mache ich auf beide Seiten ein bisschen Kleber. So, und platziere ich den, wo ich möchte. Dann wird das zugemacht und dann lassen wir es trocknen. Ja, und da ist auch schon die fertige Schachtelkarte. Kann man dann später wieder aufmachen, wenn die Magneten denn fest sind. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Das zeige ich euch jetzt nicht mehr. Das habe ich euch ja bei der anderen Karte schon gezeigt. So, ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!